Prinz Harry und die britische Königsfamilie verbindet ein schwieriges Verhältnis. Auf die Frage nach seiner Familie soll er seine Frustration deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Fronten zwischen Prinz Harry, 40, und seiner Familie in Großbritannien verhärtet sind. Von einem Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey, 70, über eine sechsteilige Netflix-Dokumentation bis hin zu seinen Bestseller-Memoiren Spare, hat der Sohn von König Charles III., 75, in den letzten Jahren keine Gelegenheit ausgelassen, gegen den Palast zu wettern. In letzter Zeit ist aber auch immer wieder von Versöhnung die Rede. Wie dailymail.co.uk erst vor wenigen Wochen berichtete, verkehre Harry wieder in britischen Kreisen und denke sogar über eine Rückkehr nach. Ein abrupter Stimmungswechsel, denn noch im vergangenen Jahr soll der Herzog von Sussex in einem Interview sichtlich genervt reagiert haben, als er auf seine Familie angesprochen wurde. Mit den Royals arbeiten? Harry verdreht die Augen. In einem Interview mit dem Magazin The Cut kam es laut mirror.co.uk zu der kuriosen Szene. Die Journalistin Alison P. Davis beschrieb darin unter anderem das Heimbüro der Sussexes in ihrem Haus in Montecito. Von zwei weichen Clubsesseln, die wie Throne nebeneinander hinter einem einzigen Schreibtisch stehen, würden Harry und Meghan, 43, ihre Geschäfte führen, so die Journalistin. Eine ideale Arbeitsatmosphäre, besonders für den Prinzen. Die meisten Menschen, die ich kenne, und viele in meiner Familie sind nicht in der Lage, zusammenzuarbeiten und zu leben, soll Harry der Journalistin damals verraten haben. Das Wort Familie habe er allerdings mit einem lauten Augenrollen begleitet, erinnert sich Alison P. Davis. Dann habe Harry betont, wie natürlich und normal die Zusammenarbeit mit seiner Frau Meghan dagegen sei. Während Prinz Harry erneut gegen seine Familie stichelt, muss sein Vater, König Charles III., nach ärztlicher Absprache seine Krebstherapie unterbrechen.